Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, und wir sind wieder drin, ne? Hier können wir gleich ein Haus abreißen, wie ich das sehe. Und wir waren letztes Mal hier hinten bei der Straße. Und das würde sich jetzt hier gerade anbieten, dass wir dort. Ne, machen wir nicht. Das haben wir auch schon weggemacht. Aber hier ist noch Gegenverkehr. Den können wir eigentlich wegnehmen. Und diese Straße gucken, dass wir die vielleicht von hinten angebunden kriegen. Müssen wir mal gerade gucken, ob das irgendwie geht. Sogar nur ein Feldweg. Nee, da würden wir da. Kommen wir da nicht raus. Das würde funktionieren. Das nicht. Das funktioniert eigentlich auch okay, aber. Ja, komm, egal. Da würden zwei sein. Da auch noch zwei abreißen. Ja, komm, shit, egal, weg damit. Und dann reißen wir da ein Stück von der Straße weg. So, dann können wir hier noch upgraden auf Einbahnstraße. Das läuft jetzt. Und da ist schon Einbahnstraße, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Gut. So, das ist also eine Straße rein und das ist eine Straße raus. Hier geht es auch noch nach da. Aber sonst nirgendwo hin. Dann ist das Problem eigentlich gelöst. Hier geht es nur dahin. Und wer dann noch mal in die Stadt möchte, kann auch hier lang fahren. Ist aber fürchterlich schrecklich hier mit der Straße. Sollte man überlegen, dass man hier vielleicht eine Brücke bauen würde, ha? Oder ein Tunnel. Okay. Lassen wir erstmal weiterlaufen. Also, Verkehrsstau hier beim Bahnhof ohne Ende. Geht bis hierhin. Oh. Hier ist ja ganz schrecklich, ne? Ja. Hier ist es weniger werdend, aber die Hauptader ist noch hier. Hier geht gar nichts. Können wir gleich schon wegreißen. Das machen wir weg, das lassen wir mal weg. Vielleicht können wir es ganz wegreißen und da eine Straße bauen, ne? Eine größere. Gut. Wo ist der da? Ein Gebäude ist abgebrannt. Und dann reißen wir das auch gerade weg. Und. Das machen wir aber auch weg. Da soll ja nichts wachsen momentan. Damit wir irgendwie hier noch was machen können mit der Straße. Ja, das ist hier ganz, ganz verflixt nochmal. Aber im Kreisverkehr dahinsetzen wäre angeblich die Lösung. Aber guck mal, was für einen Preis das gibt. Wie sollte man das anbinden? Ja, so wird es rein theoretisch gehen. Die Bahnlinie wäre wohl im Weg, oder? Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Zugang. Obwohl haben wir ja eigentlich hier, ne? Und da ist es auch schon mit dem Verkehr so toll. Wo haben wir denn noch was in der Richtung? Da oben ist eine Straße.
Und hier, ja, vielleicht sollten wir noch ein Grundstück dazu nehmen. Mal gucken, was geht. Also, das war jetzt falsch. Wir brauchen das. Oh, da können wir ja richtig noch was machen, ne? Entschuldigung. Forstwirtschaft, was ist das hier? Agrarrohstoffe. Ist eine Autobahnanbindung dran, ne? Und eine Wasserstraße, oder wie sehe ich das? Ne, Flugzeug. Ein Flugzeug ausgehen. Ja, okay, die ist bei allen Feldern wahrscheinlich, ne? 8.100 können wir uns locker leisten. Mache ich jetzt mal. Und da oben bauen wir jetzt mal einen ordentlichen Straßenanschluss. Gibt es denn hier auch ordentliche... Ah, das hier ist so eine Anbindung dann. Ja, ich hätte es gern gehabt, aber... Das ist ja auch nett, ne? So müsste es sein, aber... Irgendwie möchte das so nicht, ne? Lass mal gerade erstmal hier die Rohstoffe gucken. Wie war das noch mit den Rohstoffen? Das war ganz woanders. Naturrohstoffe sind da. Das heißt, hier hinten können wir dann die Autobahn anbinden. Gut. Das weg. Straße her. Also das geht nicht leider. Das will er auch nicht. Das heißt, ich muss es selber bauen, oder wie sehe ich das? Das heißt, doch, das ist eine Autobahn. Und die geht da lang. Ach so, es könnte auch daran gelegen haben. Nee, doch nicht. Das heißt, ich mache hier jetzt die Autobahnstraße drüber. Geht aber nicht. Wir müssen da hoch. Aber das ist nur eine Spur, ne? Okay. So, da muss es wieder runter erstmal gehen. Ja. Gut. Dann machen wir das gleiche hier lang. Da einen hoch. Den möchte ich eigentlich schon hier ziemlich hoch haben. Falls wir da nochmal was machen. Und hier geht es wieder runter. Nein, ich möchte nur ganz einfach daneben her, aber... So, das ist schon mal gut.
prinzipiell da lang. So. Und zweite Straße daneben. Aber wir können erstmal hier ein Dingens bauen. Eine Abfahrt. Macht er auch irgendwie wieder nicht. Auch schön, ne? Das heißt, es muss erst diese Abfahrt dahin und dann... Ja, auch doof. Ja, kriege ich gar nicht hin. Das heißt, ich muss hier erst was wegreißen, damit das klappt, ne? Gut, machen wir das. Dann bauen wir das wieder dahin. Wenn es denn geht. Das ist nicht wahr, ne? Na, komm schon. Reicht's jetzt dazwischen? Na, der hier hat nicht gesessen. Auch schön, ne? Gut, okay. Nochmal den Bagger raus. Kaum zu glauben, ne? So. Jetzt hat er wahrscheinlich... Oh Gott, was ist da passiert? Die falsche Straße ausgewählt. Du glaubst es doch nicht, oder? Den Bagger bitte nochmal... So, jetzt die Autobahn her, bitte. So. So, jetzt haben wir es geschafft, oder? So. Schön ist was anderes, ne? So, das passt jetzt erstmal, ne? So, jetzt diese Auffahrtsgeschichte. Und zwar von dort. Nach dort. Ne, das ist schon mal alles doof. Das ist viel zu klein. Können wir nochmal wegreißen. Und wir werden erstmal dieses hier machen müssen. So, das passt. Und jetzt kommt von da einer. Passt. So, die können jetzt da rüberfahren. Fährt aber keiner einfach aus dem Grunde, weil hier es noch nicht angeschlossen ist. So. Hier machen wir dann aber eine normale Straße.
in Einbahnstraßenversion. Boah, wie viele Streifen sind das denn? Also mehr wie auf der Autobahn, ne? Interessant. Geht denn da dann eine Autobahnstreifen abzumachen? Aha. Aber das ist doof, das will ich ja eigentlich gar nicht, ne? Nee, das reißen wir sofort wieder weg. Das gefällt mir so nicht. Aber es geht nur so mit der richtigen Kreuzung dann, ne? Und da ist ja auch so eine richtige Kreuzung. Ist ja auch super schrecklich so, ne? Nee, dann machen wir das da weg. Und gehen da auf zweispurig. Kurz geguckt, ja. Und gehen mal bis dahin. So. Und dann binden wir die große Straße da an der an. So, jetzt könnten schon irgendwelche Autos fahren und zwar aus dieser Richtung. Schauen wir mal, ob da auch was passiert. Wahrscheinlich nicht. Das müssen wir noch lernen. So, und diese Autos, die hier sind, die fahren von da ab. Gut. So, die können nach da und die können nach da. Jetzt müssen wir noch eine Richtung bedienen. Weiß ich auch noch nicht. Die von hier kommen müssen da hoch, aber das ist jetzt noch nicht entscheidend. Eher entscheidend ist jetzt diese Geschichte. Gut, das sieht doch alles prima aus, ne? Gibt es jetzt hier schon Verkehr aus der Stadt? Ist die Frage, woher die kommen sollten, ne? Das würde aber in einer gewissen Hinsicht schon gehen, aber noch nicht in der richtigen Richtung. Dann müssen wir erst noch hier. Okay, das geht nicht. So, jetzt passt's. So, jetzt können hier schon ein Auto fahren, oder? Oh Mann, da ist so ein Berg reingekommen, ne? So. Wir haben hier eine Riesenanbindung und es fährt keiner lang. Auch schön, ne? Doch, der erste LKW, da kommen sie. Sie haben die Straße entdeckt, aber die drehen nur, der fährt gleich wieder zurück. Alles klar. Ja, oder? Jo, sie drehen nur. Interessant.
Ja, das sind die, die sich immer falsch, die falsch gefahren sind. Auch schön, ne? Fährt einer schon geradeaus? Nein. Nein, es kommt da keiner her. Und hier passiert auch noch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier gerade noch ein bisschen Geschäfte hin. An dieser schicken großen Straße. Okay, Wasser brauchen die. Das machen wir auch noch schnell. Wo ist hier das Rohr? Fast. Und das mit dem Strom ist noch so eine Sache vielleicht, ne? Gut. Guck, da kommt schon das erste Haus. Hat aber ein Stromproblem gleich. Lass uns mal gerade den Kommerz noch hier um die Ecke weiterleiten, dann geht das vielleicht mit dem Strom auch. Oh, den müssen wir noch wieder wegmachen. So, die bauen wie wild schon mal. Und das ist auch gut so. So, denen fehlt der Strom, wie gesagt. Dafür müssen hier noch. Ah, da kommt auch schon einer. Jetzt können wir mal gerade hier umschalten. Oh, das wird knapp, wenn da einer gegenüber baut, ne? So, nochmal gucken. Die da drüben haben keinen Strom. Wenn hier jetzt was gebaut werden würde, dann wird es vielleicht klappen, ne? Aber da passiert gerade nichts. Es kommt hier schon ein Auto. Das würde gehen. Komm, zack. Strom läuft und ist da. Wunderbar. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.